Unsere Reise beginnt am unwahrscheinlichsten Ort des 19. Jahrhunderts, St. Petersburg, am Eingang der Isaakskathedrale. Die Stadt ist kalt, die morgendlichen Nebel lösen sich mit dem Herannahen der Sonne auf und unsere Stiefel sind mit Schlamm überzogen. Wir schreiben das Jahr 1860 und während St. Petersburg königlich und stolz dasteht, sind seine Einwohner nirgends zu finden. Es ist ruhig. Zu ruhig. Die Einwohnerzahl von St. Petersburg betrug in den 1860er Jahren, so sagt man uns, etwa 500.000 Menschen. Und doch ist keine Menschenseele in Sicht. Wo sind denn alle? Der lange Schatten der Alexandersäule gibt uns einen Hinweis auf den Zeitpunkt des Sonnenlaufs. Über dieser Region treten lange Schatten nur am Morgen oder am Abend auf. Es muss also morgen sein. Aber es scheint, dass noch niemand aufgetaucht ist. Wenn wir 650 Kilometer hinüber nach Moskau fahren, sehen wir dasselbe. Leere, stille Straßen. Im Jahr 1860 hatte Moskau eine ähnliche Einwohnerzahl wie St. Petersburg. Ungefähr 500.000 Bürger. Aber auch hier, wo sind sie alle? Und was ist mit dem Rest der Welt in dieser Zeitspanne? Edinburgh, Schottland, 1840er Jahre. Kopenhagen, Dänemark, 1840er Jahre. Dresden, Deutschland, 1860er Jahre. Rio in Brasilien, 1860er Jahre. Toronto, Kanada, 1860er Jahre. Athen in Griechenland, 1860er Jahre. Und dann London, schließlich Menschen. Und was ist mit dem Leben der Menschen in Paris? Menschen. Die erste Fotografie, so wird uns erzählt, entstand 1822. Die Kunst der Fotografie stützt sich auf Methoden der Gegenüberstellung von Vergleich und Kontrast, um ihre Botschaft und Stimmung zu vermitteln. In diesen alten Fotografien finden wir nicht die gleichen absichtlichen Techniken der Gegenüberstellung, die zeitgenössische Fotografen in ihre Kunst einbauen, sondern wir finden vielmehr natürliche Kontraste, die so wichtig und zentral sind, um durch unsere trügerische Geschichte zu navigieren. Kontraste ist ein natürliches oder künstliches Phänomen, bei dem Bedeutung durch den Vergleich zweier gegensätzlicher Elemente erzeugt und vermittelt wird.
Wenn man das Russland der 1860er Jahre betrachtet, gibt es einen unmittelbaren Kontrast zwischen dem Mangel an Bevölkerung und der schieren Größe dieser Städte. Selbst im 19. Jahrhundert sind sowohl Moskau als auch St. Petersburg riesig. Die auf den Fotos zu sehende Infrastruktur könnte eine Bevölkerung von mehreren Millionen Menschen aufnehmen. Warum sind diese Städte so riesig, wenn die Bevölkerung jeweils nur 500.000 betrug? Darüber hinaus gibt uns die offizielle Darstellung eine Bevölkerung, die ab 1764 linear ansteigt. Viele der Gebäude, die wir hier sehen, wurden Jahre vor der Aufnahme gebaut. Haben die Russen einfach weit im Voraus geplant? Aber wenn die Bevölkerung in diese Fotografien eingeführt wird, entsteht ein neuer Kontrast, der verblüffend ist. Nämlich zwischen den Menschen und der Umgebung selbst. Es mag an der reduzierten Bevölkerungszahl liegen oder an der monochromen Strenge der Schwarz-Weiß-Bilder, aber sie führen uns etwas vor Augen, unter dem wir unser ganzes Leben gelebt haben und dem wir nie Beachtung geschenkt haben. Nämlich die Ungeheuerlichkeit und Unmöglichkeit der Architektur. Während wir uns mit der Tourismusindustrie beschäftigen, reisen wir von Ort zu Ort und beobachten, ziehen uns alles rein. Und uns wird erzählt, wie es alles zustande kam, wenn wir vor einem Bauwerk wie dem Arc de Triomphe in Paris stehen. Wir könnten sogar ausrufen, wow, wie haben Sie das gemacht? Aber der Moment, der untrennbar mit der Geschäftigkeit der Szene verbunden ist, hindert uns vielleicht daran, diese Frage wirklich mit Aufrichtigkeit zu stellen. Wenn wir vor einem Bauwerk wie dem Arc de Triomphe stehen, während die Menge hektisch Fotos auf ihren Smartphones macht, ist das alles Realität. Und bevor man von neuen Touristen weggeschubst wird, kommen wir auf den gewohnten Gedanken. Nun, Sie müssen es irgendwie geschafft haben, denn ich bin hier und ich schaue es mir an. Während unserer Indoktrination in der Schule werden uns selten alte Fotos von den großen Städten gezeigt, die in unserem flachen Reich verstreut sind. Und das vielleicht aus gutem Grund. Denn wenn wir uns an solchen Bildern satt sehen und uns der visuelle Beweis eines sehr primitiven, viktorianischen Volkes präsentiert wird, welches wie Heuschrecken im Schatten der großartigsten, grandiosesten, brillantesten Architektur, die sich ein Mensch nur vorstellen kann, herumwuselt, dann beginnen wir zu zweifeln. Der Arc de Triomphe besteht aus 36.695 Kubikmetern Kalkstein und wiegt 95.407 Tonnen. Oder knapp über 95 Millionen Kilogramm. Sie erzählen uns, dass es 12 Jahre dauerte, den riesigen Bogen in zwei verschiedenen Perioden zwischen 1806 und 1814 und zwischen 1832 bis 1836 zu bauen. Wie haben Sie diese Menge an Kalkstein mit demselben Pferden und Karren transportiert, die wir auf den Fotos sehen? Schau dir die vier Skulpturen genauer an, die jede der Seiten schmücken, und betrachte die Komplexität und die Musterung der Ornamente, die den Bogen einrahmen. Jeder Abschnitt ist perfekt wiederholt, ohne jede Abweichung oder Inkonsistenz. Das erste echte Elektrowerkzeug wurde erst 60 Jahre nach der Fertigstellung dieses Bogens erfunden. Man sagt uns, dass er von Hand gefertigt wurde.
Ist das überhaupt möglich? Und dann ist da noch die Decke des Bogens. Makellose, dreidimensional modellierte Rosen, perfekt in ihrer geometrischen Symmetrie. Die Nuancierung der Details und die Finesse jedes Blütenblattes und der Querschnittsleisten sind überwältigend. Schau dir den Rest von Paris in dieser Zeit an. Wieder eine Fülle von unglaublichen, gigantischen und prächtigen Strukturen. Die Infrastruktur der Stadt prächtig und die Menschen und ihre Fortbewegungsmittel primitiv, ungepflegt und scheinbar überhaupt nicht entwickelt, um eine Stadt wie diese hervorzubringen. Die Straßen sind unsachgemäß gepflastert und uneben, sie sind schmutzig und schlammig. Wir sehen in dieser Zeit auch Gebäude, deren Architektur sich den Bewohnern anpasst. Gebäude mit unförmigen Proportionen, weniger entwickelt und raffiniert, charmant auf ihre eigene Art, aber natürlich in ihrer Verwendung von Holz, Steinen und Pflaster. Das ist genau die Art von Architektur, die wir von einer Generation mit Pferd und Wagen erwarten. Einer Generation, welche die technologischen Entdeckungen der kommenden Jahre noch vor sich hat. Außerdem, der Bogen ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme etwa 40 Jahre alt. Trotzdem kann man noch sehen, wie abgenutzt einige Teile der Struktur sind. Wir sehen Verwitterungen auf dem Stein, die darauf hindeuten, dass der Bogen viel älter ist, als wir es Ende des 19. Jahrhunderts erwarten würden. Wir sehen, dass die Menschen in Moskau sich endlich entschlossen haben, ihre Häuser zu verlassen und sich auf die Straße zu wagen. Der berüchtigte Rote Platz ist nun voller Leben und die Basiliuskathedrale und der Spasskaja-Turm dominieren den Rahmen des Platzes. Der Bau der Basiliuskathedrale begann im Jahr 1555 und wurde 1561 abgeschlossen. Nur 6 Jahre später. 1737 erlitt sie einen großen Brand und wurde 20 Jahre lang restauriert. Aber schau dir das an. Was für ein Bauwerk! Fast unwirklich und wie kein anderes besteht es aus Tausenden von roten Ziegeln und Blech, das zu den charakteristischen Zwiebeltürmen geformt wurde. Wir sehen uns die Kompliziertheit der Kuppeln genauer an. Wie haben sie im 18. Jahrhundert Metall gebogen, um eine solche Präzision und Perfektion zu erreichen? Und noch einmal, wenn sie die Fähigkeiten und die Hingabe hatten, ein solches Wunder zu bauen, warum ist dann der Zustand der Straße so schlecht und mit Schlamm bedeckt? Wir sehen diese unglaublichen Strukturen und Gebäude überall in der Fotografie des 19. Jahrhunderts. Wir haben den wundersamen Kristallpalast von London. Ein monströses Bauwerk mit der größten Glasfläche, die je in einem Gebäude zu sehen war. Und alle wurden gebaut, bevor England eine automatische Glasherstellung hatte. Wir haben die Westminster Abbey und das Parlament. Wir haben den alten Houston-Bogen, der 1837 aus reinem Sandstein gebaut wurde und Straßen, ungepflastert und voller Schlamm? Warum haben diese Menschen den Straßen, auf denen sie gingen, keine Priorität eingeräumt? Die Frauenkirche, das Kuppelmeisterwerk von Dresden, zeigt seine komplizierte und opulente Pracht in direktem Kontrast zu den verbeulten Wagen und pferdegezogenen Karren der Menschen darunter, einem Volk, das auf das Nötigste angewiesen ist. Ein Volk, das von der Größe und Majestät der Parlamentsbibliothek in Ottawa, Kanada, die in einem Zeitraum von 17 Jahren gebaut wurde,
völlig in den Schatten gestellt wird. Die ersten größeren Siedlergruppen kamen im Jahr 1800 und zur Zeit des Baus hatte die Stadt weniger als 20.000 Einwohner. Wäre eine prachtvolle Bibliothek wirklich eine Priorität für die Siedler gewesen? Warum sieht das Gebäude aus, als wäre es aus Europa herausgeschnitten und in Kanada eingefügt worden? Schon um die Jahrhundertwende, 40 Jahre bevor Bosch das Elektrowerkzeug auf den Markt brachte, haben wir die Old Penn Station in New York. Schau dir die Größe dieser völlig umwerfenden Proportionen an, wie wir sie hier auf dem Foto sehen können. Jedes achteckige skulpturale Muster an der gewölbten Kuppeldecke ist größer als ein einzelner Mensch. Schau dir die gigantischen Säulen an und betrachte die Details, wie etwa die Blätter, die die Spitzen jeder Säule schmücken. Man sagt uns, dass der Bau dieser Station 6 Jahre gedauert hat. Ganze 6 Jahre. Ja, richtig. Warum sind wir so leichtgläubig? Auch mit Zugang zu modernen Elektrowerkzeugen, druckbaren Bauteilen und Krantechnik können wir das heute nicht reproduzieren. Und wichtiger, wir reproduzieren diese Art von Architektur heute überhaupt nicht. Die offiziellen Lügner unserer Welt haben einen Oberbegriff für diese Art von Architektur, die wir in Nordamerika sehen. Sie nennen es Historismus. Historismus ist ein Begriff, der geprägt wurde, um einen Architekturstil zu beschreiben, der den Charakter eines Revivals hat. Oder, mit anderen Worten, er kopiert den Stil einer anderen Zeitperiode. Die großen Bögen und Gebäude mit riesigen Säulen, die wir sehen, sind im klassischen oder im griechisch-römischen Stil gebaut. Und die Kathedralen sind im Renaissance- und Gotikstil des mittelalterlichen Europas gebaut. Komponenten dieser besonderen Architekturstile weisen große Türme und Bogenfenster auf. Türme, Türmchen, Kuppeln, Arkadebögen, Skulpturen, riesige Türen, runde geometrische Fenster, Säulen, Zifferblätter und Glockentürme. Spuren dieser unmöglichen Architektur finden sich heute buchstäblich überall in jeder Stadt auf der ganzen Welt. Einige erhalten und gepflegt, wie der Pariser Arc de Triomphe und Notre Dame, und andere verloren und längst der Zeit überlassen, wie der Houston Arch und die Old Penn Station in New York. Da reisen wir als Menschen kilometerweit, um diese Wunder selbst zu fotografieren. Aber die Fotografien des 19. Jahrhunderts beschenken uns mit etwas. Etwas, von dem sie nie erwartet hätten, dass es einer zukünftigen Generation eine Perspektive geben würde. Wir sehen ein primitives Volk vor dem Hintergrund einer deutlich fortgeschrittenen architektonischen Infrastruktur. Die offiziellen Historiker der Welt erzählen uns Geschichten von der darwinistischen Evolution und dem Fortschreiten zwischen den Zeitperioden. Die Menschen, die danach kamen, waren immer fortschrittlicher in ihren Methoden und verfeinerten und definierten die Methode der Generation, die davor kam, neu. Wenn der Höhepunkt von Innovation und Industrie im 19. Jahrhundert noch das Pferd und das Auto als Fortbewegungsmittel waren, dann war dieser Baustil, wie diese Fotografien zeigen, für die Menschen in den Jahrhunderten davor ebenso unmöglich. Jeder, der eine Veranlagung zum Denken und Hinterfragen hat, spürt sofort beim Betrachten dieser Fotografien, dass da etwas faul ist im Staate Dänemark. Dass da etwas mit dem Mainstream der historischen Erzählung nicht stimmt.
dass da etwas nicht zusammenpasst. In einem Panoramabild von San Francisco im Jahr 1877 sehen wir eine Collage historischer Architektur. Wir sehen Säulen, die die Eingänge zu sehr königlichen Gebäuden schmücken, die sich von einigen der sie umgebenden Holzhütten auffallend abheben. Wir sehen gotische Turmspitzen und Türme in der Ferne. Wir sehen gewölbte Kathedralen und Gebäude. Wir sehen auch, wie ausgedehnt und riesig die Stadt geworden ist. Im Jahr 1846 lebten weniger als 500 mormonische Siedler auf dem Gebiet, das wir heute San Francisco nennen. Es war Grenzland und bereit für die Inbesitznahme. Zwischen 1848 und 1849, mit dem Beginn des kalifornischen Goldrausches, wuchs die Bevölkerung von 1000 auf 25.000 Einwohner an. 28 Jahre später wurde dieses Panorama aufgenommen. Man sagt uns, dass die Bevölkerung zu dieser Zeit auf fast 200.000 Menschen anstieg. Wer bei klarem Verstand würde diese Geschichte glauben? Sieht das aus wie eine Stadt mit 200.000 Einwohnern, ohne jede moderne Technologie, ohne Elektrowerkzeuge, ohne automatische Fertigung, ohne Elektromotoren, ein Volk in einem fremden, frisch besiedelten Land, das gerade seine Spuren hinterlässt? Glauben wir wirklich, dass ein aufstrebendes Volk diese ganze Stadt in nur 30 Jahren gebaut hat? Und wieder eine solche Ruhe, eine solche Stille. Dies ist ein Foto von einer leeren Stadt. Wo sind all die Menschen? Der Schatten des Pfostens hier verrät uns, dass es nicht die frühen Morgenstunden sind. Kurze Schatten tauchen erst gegen Mittag auf. Eine Stadt von diesem Ausmaß sollte zur Mittagszeit voller Leben sein. Aber es ist kein einziger Mensch auf der Aufnahme dieses Panoramas zu sehen. Das einzige Leben, das wir sehen, ist das eines Pferdes, das keinen Herrn in Sicht hat. Es scheint höchst unwahrscheinlich, dass alle Menschen aufgefordert wurden, drinnen zu bleiben, weil ein Stadtbild-Fotoshooting stattfand. Und diese stille Szene wird umso unheimlicher, wenn wir bedenken, dass hinter dem Objektiv eine Absicht steckt. Jemand stand dort an einem Aussichtspunkt und hat dieses Foto gemacht. Aber wer und wofür? Und wie zufällig ist das während dieser Zeit, im 19. Jahrhundert? Wir sehen verlassene russische, europäische und nordamerikanische Städte, die auf die gleiche Weise fotografiert wurden. Und dann, nur wenige Jahre später, finden wir dieselben Orte belebt mit Menschen. Ein Volk, das offensichtlich nicht in der Lage ist, die Architektur zu bauen, die man in diesen Städten findet. Und was tun wir mit diesen Fotos, wenn wir das Narrativ akzeptieren, mit diesen seltsamen Anomalien? Dann können wir hier aufhören und zurück in unser geschäftiges Leben gehen. Doch das Narrativ, wie wir es gelernt haben, ist nicht die Wahrheit. Und wir sollten keine Geschichte akzeptieren, egal wie offiziell und zertifiziert sie ist, es sei denn, es ergibt einen Sinn. Die Menschen, die wir auf diesen Fotos sehen und ihre frühen Vorfahren, können diese großartige Architektur nicht gebaut haben. Es ist eine Unmöglichkeit. Wir müssen tiefer in diese Städte vordringen und etwas genauer hinsehen. Es muss einige Hinweise geben, die darauf warten, entdeckt zu werden und die uns helfen zu verstehen, warum diese Städte leer sind. Warte, was sagst du da? Du willst dir erst den Schlamm von den Stiefeln wischen? Mach dir keine Mühe, das ist Zeitverschwendung. Ist es der Schlamm?
der uns ein paar kleine Hinweise darauf gibt, was in dieser Zeit geschehen sein könnte,